wirklich, aber diese Kim, das geht nicht, was sie da macht mit Mike. Wirklich. Mike, du hast alles richtig gemacht, dass du die weggeschickt hast. Wirklich alles richtig gemacht. Weil auch so dieses, oh Gott, ich will es nicht mal aussprechen, dieses, allein diese Aussage, ja, der hat einen kleinen Penis, was weiß ich. Hä? Für was? Für was? Wen? Also, du hast das jetzt 100-mal gesagt. Okay, wenn, guck mal, wenn der doch so schlecht war, okay, wenn der doch so schlecht war, warum hängst du denn an ihm? Dann such dir doch einen besseren. Das ist das allerletzte, Alter. Wirklich. Tja. Das ist geisteskrank, ne? Ja, das Einzige, was er hat, ist ein kleiner Penis. Eine Frau, die das sagt, die hat, ist hängen geblieben, egal welche Frau. Weil erst ist alles schön, erst ist alles toll, alles, du bist der Beste, der Liebste. Und wenn dann vorbei ist, dann ist alles schlecht. Dann ist alles schlecht. Ich hoffe, die fliegt als erstes raus. Sie wird nicht als erstes rausfliegen. Sie wird nicht als erstes raus. Ich gucke gerade gar nicht. Ich gucke morgen Wiederholung. Die wird nicht als erstes rausfliegen. Ich glaube, andere fliegen, aber menschlich, weiß ich nicht. Finde ich nicht gut, was sie da macht. Finde ich nicht gut. Immer, und Mike ist noch ein Bruder von mir. Dann schießt sie durch. Katastrophe, ja. Am Anfang, meine Frau feiert sie ja, ne? Laura feiert sie ja. Unnormal so am Anfang, die so, ja, ich mag die, die ist so immer direkt und dies und das, aber ich hoffe, die Meinung hat sich von ihr geändert. Ich weiß es aber nicht. Kim auf die Eins sagt, ja. Nee, aber jeder hat eine andere Meinung, ne? So, ich finde, was die macht, das geht nicht. Das ist unterste Schublade. Wenn man so ein Scheiß drauf, alles was passiert ist, passiert. Alles, was sie da erzählt, gehört gar nicht ins Camp rein. So. Aber in dem Moment, wo ihr Act hattet, war nicht zu klein. War super, ne, wahrscheinlich. Aber danach beschwert man sich. Oh, schlimm. Ich hasse sowas, ne. Oh, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Wenn man so einen Mann erniedrigen will, so mäßig mit solchen Sachen. So. Oh. Das ist so schlimm. Wenn ich Mike wäre, puh. Mike ist zu lieb. Zu lieb, ich schwör's euch, zu lieb. Wenn so eine Frau mich so angreifen würde, was ist das denn? Wie meint ihr, was ist mit Adrian los? Was passiert oder was? Seid ihr schwanger? Ja, wir erwarten. Ich erwarte ein drittes Baby. Mein Großer sitzt hier vorne noch. Der ist aber kurz vorm Schlafen. Was ist, wenn sie das weiß, was du gesagt hast, sollen sie raus? Sollen sie wissen? Sollen sie wissen? Mir ist scheißegal. Das ist ein ganz... das ist wirklich... das ist so unter Niveau. Was die da abzählt, das ist geisteskrank. Vielleicht ist sie lieb. Wie gesagt, nochmal, meine Frau hat die Unnummer gefeiert, so von der Art her. Ich feiere sowas ja gar nicht, wenn man so assi redet und so dies und das und so Geheimnisse ausplaudern will. Das ist Müll. Wenn ihr Geheimnisse habt untereinander, behaltet die für euch. So, nicht doch in die Öffentlichkeit tragen. So, weißt du, so, ob der bei seiner Mutter wohnt oder nicht, ist doch scheißegal. Der Junge sagt, der hat Depressionen gehabt und was weiß ich. Der hat das nie öffentlich gesagt. Jetzt muss er es sagen, weil sie es irgendwie ausplaudert. Bullshit, ja. Bullshit. Aber ich gucke gerne Dschungel, ich sage euch ehrlich. Ich gucke unnormal gern Dschungel, wirklich. Das ist das Einzige, was ich so gucke. Wirklich, mehr gucke ich nicht.
Wenn er müde ist, ist er müde, dann geht er schlafen. Der fragt nicht mich, ob er schlafen gehen soll. Wenn er müde ist, schläft er. Diese Übermutis, Alter, wow. Willst du mir sagen, was ich machen muss oder was? Wir machen gleich noch Pyjama-Party oben sogar. Der wird jetzt 9. Du musst selbst wissen. Ja, wie geht's Laura mit der Schwangerschaft? Boah, Laura tut mir eigentlich richtig leid, wirklich, sag euch, weil die hat immer Pech, wirklich. Die letzte Schwangerschaft war Horror. Wirklich Horror. Und jetzt, die hat natürlich ein bisschen Übelkeit, aber sie hat so neue Tabletten bekommen, die sollen anscheinend besser sein, aber mal schauen, ne? Wie viele Kinder hast du? 3. Also 2 sind da und 1 ist im Bauch. Hast du Gossip Girl geschaut? Nee. Nee, nee. Habt ihr Bock, dass ich öfters live komme? Sollen wir mal morgen oder übermorgen so auf Dschungelcamp reagieren? Ja, also. Dschungelcamp Reaction. Ich habe es ja bei Love Island immer gemacht. Das kam eigentlich auch gut an, aber müssen wir gucken, ja. Aber ich habe Angst, ich habe meine Emotionen nicht im Griff. Und wenn jemand Scheiße labert oder irgendwie versucht, jemand so runterzumachen, boah, ich frage mich, dass die anderen Camper so ruhig bleiben, Alter. Wenn die irgendwie ganze Zeit, die Einzige, die gut ist, ich schwöre, Layla. Props an Layla, nimmt es auf. Ich schwöre, wenn du rauskommst, Props. Meine Frau, ich, wir gehen mit dir essen. Nimm Papa mit, wir laden deinen Papa auch ein. Du bist eine gute Frau. Warum? Was will die denn? Was will die? Du, also, auch das, was da im Pool passiert ist oder so, das ist nichts passiert. In ihrer Welt ist vielleicht das ein Porno, aber in der normalen Welt ist nichts Schlimmes passiert. Aber egal. Lass uns drüber reden. Würdest du auch ins Dschungelcamp gehen? Boah. Nee, ich glaube nicht. Erstmal nicht. Also ich mag Dschungelcamp, aber so, wenn so 2-3 Sachen nicht wären, so Essen und so, dann würde ich es machen vielleicht. Aber so dieses Essen kann ich nicht machen. Das funktioniert nicht. Macht einer auf Gangster. Ich bin kein Gangster. Warum soll ich denn auf Gangster machen? Aber wahrscheinlich bin ich mehr Gangster als du. Wann kommt DSDS? Wir drehen das noch, Leute. Wir drehen noch DSDS. Und dann wird das dieses Jahr ausgestrahlt. Glückwunsch zum Baby. Danke, Leute. Vielen, vielen Dank. Läuft Dschungelcamp eigentlich noch? Weil ich gucke immer in der Früh die Wiederholung an. Hey, du schlechter Sänger. Ja, was soll ich dir sagen? 1, 2, 3, wow. Viele Goldplatten da oben. Nein, ich mach Spaß. Jeder, wie, wenn er es so sieht, ist doch kein Problem. Die Frage ist, wo bin ich gerade, wo bist du gerade? Boah, Studio-Sessions sind krass, Leute. Schön. Es kommt sehr, sehr viel neue Musik. Ihr könnt euch wirklich freuen. Wirklich. Was hältst du von David Odonko? Super, ich mag ihn. Ich kenne ihn persönlich. Aber rein von meinem Herzen sage ich, Fabio soll gewinnen. Ich finde, Fabio ist ein so guter Mensch. Ne? Und es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen bei dem, was er macht. Auch wenn er nichts macht, man schaut ihm einfach gerne zu. Musik ist Geschmackssache, ja, voll. Ist auch so. Boah, ich bin müde, ne? Aber das Problem ist, ich bin müde, Alessio ist noch nicht müde. Der war kurz müde, dann wird er wieder fit.
Was wollt ihr? Wer soll Dschungelcamp gewinnen? Ich sag Fabio. Oder Tim mag ich auch. Oder Mike oder Leila. Einer von denen wird auch gewinnen, 100%. Lucy auch super sympathisch, ja. Es ist irgendwie voll viel Harmonie, ne? So, also außer bei jetzt Mike, aber der hat ein bisschen Struggle. Aber sonst ist so alles sympathisch so. Was sagst du zu Olli und Amira? Ist nicht, ich sag gar nichts. Ist nicht meine Baustelle.